Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DS Design Midnight Figure Feature Star Wars Folge 490. Tatsächlich, wir kommen doch noch auf die 500, ne? Sollte zwar im letzten Jahr schon sein, aber egal, ne? Ich bin ja nicht der Marathon-Reviewer. Heute haben wir, Jango Fett. Ja, hier, Kamino Escape. Aus Attack of the Clones, ne? Aus dem Jahre 2002. Mit der, was ist das hier, Nummer 20. Ist schön, ne? Also, wir sehen schon, er hat den abnehmbaren Helm dabei halt. Dann hat er noch so eine Abschießfunktion. Missile Firing Backpack steht bei. Also, das ist das, was wir früher nicht hatten bei dem Boba Fett, was alle gerne haben wollten, ne? Aber das ist halt ins Auge gegangen oder so ähnlich bei den Kampfstern Galactica Spielzeugen. Traurig genug halt, ne? Das ist schade, aber das probieren wir dann gleich mal aus. Er hat noch zwei Blaster dabei. Kleines Bild. Wir sehen dann hier Collection 1. Jango Fett steht auf beiden Seiten. Ne? Da haben wir auch nochmal, was Includes da drin ist und so weiter. Rückseite. Eine kleine Erklärung noch hier dazu. Über Jango Fett halt. Was haben wir denn hier noch? Ja, dann haben wir nochmal hier den Grappling Hook. Dann Missile, Push to Fire, das probieren wir gleich dann wie gesagt eh aus. Dann sehen wir noch ein paar Figuren, die auch aus der Serie erhältlich waren. Da gab es ja auch hier mit diesem Goldrand, mit der Goldkante sozusagen, gab es ja auch New Hope halt, also die OT, die Original Trilogy, gab es halt auch Figuren zu, die alle echt toll waren. Na, hier löst sich jetzt schon ein bisschen der Kleber. Das ist nämlich, weiß ich nicht, da wieder ein Import, weil wir hier nämlich dann, ich gucke jetzt gerade aus dem Jahr, ja, 2003, wir haben hier den Darth Vader, Prinzessin Leia, C-3PO, Tatooine Ambush, der kommt dann am Freitag. Snowtrooper mit Kanone, sehr cool auch. Und Luke Skywalker hier, das Throne Room Duel. Den Rest können wir leider nicht sehen, weil, ja, das hat sich leider noch nicht so gelöst wie das hier unten. Das wäre natürlich schön gewesen. Dann hätte ich euch mal noch zeigen können, was da für Figuren drunter sind. Wir können es ja mal ein bisschen abziehen. Leider ist es dann sehr verblasst. Aber guckt mal. Wat Tambor, Han Solo, Padma Amidala. Das ist ganz schön mit diesem Zaun da halt, ne? Dann was? Was? Coleman Trevor und Darth Maul noch. Okay. Hätte ich jetzt auch dran lassen können, aber ich kann es ja wieder dran kleben, ne? Also das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, genug wieder gelabert. Wir versuchen den jetzt vorsichtig hier rauszukriegen. Ich hatte ja jetzt schon die Hoffnung, dass der Kleber sich hier vielleicht auch schon löst. Letztes Mal hatten wir wieder ein bisschen Glück bei einer Figur. Aber komm, ich versuche es jetzt. Ich schneide hier nur so ein Stückchen und dann können wir den ja eventuell hier rausziehen. Wenn die Macht mit uns ist. Ne? Wenn uns das Schicksal hold ist. Weil ich möchte, ja, den habe ich ein bisschen doof geschnitten jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, weil ich möchte die ja schön wieder aufhängen. Ja, das bringt nichts. Da muss man natürlich dann doch noch viel weiter schneiden. Ja, da hinter der Heißklebepistole wieder dran machen. Ne? Ja, so ist glaube ich am einfachsten. Können wir sofort so machen. Na, dann haben wir hier wieder schön. Also hier ist nicht viel. Das sieht aus wie ein Hypersprung oder so halt. Die Dinger finde ich ja schön. Die habe ich ja schon bei so einigen gehabt halt. Die kannst du dann schön nochmal so hinstellen und dann die Figur dazu. Ne? Das mag der DSD. Dann zeige ich euch das mal einmal hier so schön im Rambazamba-Karton hier, im Bubble. Wir haben den Helm, ich lege das einfach mal alles hier hin und dann gehen wir ja gleich wieder in die Details, in die Materie. Ich will heute das ein bisschen schneller machen, weil ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Time is running out. So, die beiden Blaster. Da bin ich ja gleich mal gespannt hier wieder mit dem Seil. Das ist wahrscheinlich wieder Expertenmodus für mich. Das wird wieder besonders Spaß machen. Alleine das hier hinterher wieder so reinzukriegen. Aber komm, mit dem Haken, das ist ganz cool. Wenn ich ihn rauskriege, ohne zu beschädigen. So, das kommt zur Seite. Ne, da haben wir hier. Hier habt ihr das. Und ja,
Komm, wir gucken uns den direkt erstmal so im Kreis an. Ja, und dann, ja gut, Helm können wir eben auch nochmal aufsetzen. Dann sieht man das auch schon mal schön. Ah, mal gucken, wie wir den gleich wieder abkriegen. Der ist ganz schön schwerfällig, aber ja, sieht cool aus. Also ich habe ja so 2, 3, 4, 5 Django Fets habe ich natürlich auch. Ne, das muss natürlich sein. Bobas Papa sozusagen, ne? Omega, Alpha, Alpha. Ne? Und, stimmt, hieß Boba eigentlich früher Alpha? Könnte sein, ne? Weil wenn man seine Schwester jetzt noch gesehen, huch, war ein Spoiler. Ja, guckt euch mal Bad Batch an. Auch sehr interessant halt. Auch schöne Dinger mit drin. Finde ich auch spitze. Ja, komm, dann schauen wir uns den mal jetzt schön aus der Nähe an. Ja, dann mal hier aus der Nähe betrachtet. Den guten Herrn Fett Django. Ne? Call him Django. Aber finde ich auch super, dass dann Django halt, ne, natürlich als so Hommage an die alten Western halt. Django, Franco Nero und so weiter. Ne? Das Gesicht... Der ist halt eine Mischung, ne? Also Temuera Morrison sieht eindeutig anders aus. Und Danny Logan, Ähnlichkeit ist da jetzt auch nicht so halt, ne? Aber macht ja nichts. Kopf können wir auch, ja doch, den können wir drehen. Ist sehr schwerfällig, aber habe ich auch gerade ausgepackt, ne? Schulterklappen hier ich musste mich damals echt sehr dran gewöhnen halt, mit den Farben hier halt, ne? Dass das halt nicht so Boba Fett-mäßig aussah, obwohl ja sonst alles in der Rüstung ist. Jetzt gucken wir mal hier. Am Ellbogen können wir halt den Arm ein bisschen drehen. Das sieht blöd aus. Das ist, als wenn er irgendwie schnacken würde. Keine Ahnung, da kannst du ihn halt fast nur in die Position bringen, ne? Weil schießen so ist auch blöd. Ja, doch, so könnte er schießen. Das probieren wir dann gleich mal aus. Dann packen wir ihm, ne, die Waffen. Schmeiße ich schon mal hier hin. Ja, jetzt habe ich natürlich das Ding runtergeschmissen. Das ist wieder super. Ja, hier dann nochmal die Gauntlets. Und ja, ich dachte jetzt, das wäre ja irgendwie ein harter Mechanismus oder so, aber hier tut sich halt gar nichts. Guck mal, das ist einfach nur hier das Seil. Kannst du den so ziehen. Und das kannst du halt nicht abfeuern oder so. Ne? Das ziehst du dann einfach und dann könnte er sich halt hier irgendwo... Hui, hui, hui! Kann er hier ein bisschen hin und her schaukeln oder sich dann hochziehen halt. Ne? Was weiß ich, Kenobi halt irgendwie an sich ranziehen und so weiter. Ja, ja, stimmt, Hände gehen auch nicht zu bewegen. Aber... ich meine, das reicht ja. Ne? Also das ist ja schon ein kleiner Gag. Finde ich ja gar nicht schlecht. In der Hüfte lässt er sich dann auch drehen. Ich gucke mal eben die Arme hoch hier so. Hands up. Das geht auch noch. Ja, Beine. Da ist halt gar nichts. Wir haben keine Knie. Also die sind halt wirklich in der Position. Da ist jetzt auch nichts, wenn wir den hinsetzen möchten oder so. Wäre das... Naja. Das ist nicht so cool. Also der kann wirklich nur in so einer Kämpferpose... Ja, dann stehen halt, ne? Wenn er dann steht. So. Na, das ist, kommen wir mal hier zurück. Ne, ja gut, hier Brustpanzer, hier noch so ein paar Beschädigungen und so. Das sieht ganz cool aus. Das mag ich ja. Hier im Gesicht hat er auch eine Narbe, ne? Krass. Dann haben wir hier das Jetpack. Schön bemalt wieder. Die Farben finde ich geil. Ne? Die Rakete hier können wir dann wohl austauschen. Aha. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Stück von dem Projektil, von dem Geschoss. Und hier können wir dann halt gleich, man sieht schon, das ist mit so einem Stud-Dings. Guckt euch den mal kurz an. Warte. Ich versuche nämlich mit dem Zaubertrick, ja. Er fällt natürlich um. War klar. Ich musste mal eben hier, ne, das Ding dann holen. So. Okay, die kommt dann so hier wieder rein. Das kennen wir auch schon. Man drückt hier leicht nach oben und dann... springt sie raus und fliegt in weite, ferne Galaxien oder so. Wir probieren das einfach mal eben aus. Feuer frei. Ja, zack. Weg ist es. Das machen wir jetzt auch nur einmal. Nein, ich habe es wiedergefunden. Ach so, den Helm machen wir jetzt mal gleich noch, ne? Und ja, die Kanone, komm, ich stecke die wieder drauf. Das sieht nämlich cooler aus, finde ich, als dann dieses Rundgeschoss. Ich weiß auch nicht, warum haben sie das denn da extra nochmal verändert? Keine Ahnung. Ist halt, wie es ist, ne? So. Dann haben wir hier zwei identische Waffen, wie es sich für einen richtigen Django gehört. Ich weiß gar nicht, hat Django früher in den Western eigentlich zwei Waffen gehalten? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher und ich weiß auch gar nicht, wo der Schatten herkommt und der Dreck unter den Fingernägel, Entschuldigung. Manchmal ist das so, ne? Ich war gerade noch busy. Ja gut, das sind die beiden Waffen. Gucken wir mal, ob der die denn vernünftig in Hand nehmen kann. Ja, einmal hier. Das geht... Und, komm her da. Das geht auch. Die halten auch Bomben fest und dann kann er
ne? Piu, piu, piu. Das ist super und das habe ich gerade gar nicht richtig gezeigt hier an der Beine. Ne? Hier sind natürlich wieder, wenn das Licht es zulässt, hier kannst du halt wieder die Waffen hineintun. Ich denke gerade, wo ist denn die zweite, aber die hat er doch in der Hand. Ich bin heute ein bisschen wieder neben der Spur. Und das hat verschiedene Gründe. So. So, dann machen wir noch einmal hier die Helmanpassung, beziehungsweise ich zeige euch den auch noch mal eben extra so mal. Komm, wir packen den mal hier auf den dazugehörigen Körper. Fingerkörper. Ja, das ist schön. Ja, geht immer, ne? Also das war ja damals auch schon das Tolle halt bei Attack of the Clones. Das mit dem Jango Fett halt so, das finde ich super. Da hat man halt schon gedacht, oh, Vorgeschichte von Boba, irgendwas. Ich meine, wer hätte ahnen können, dass Boba ein Klon ist halt, ne? Aber ohne bestimmte Viren in sich, sage ich mal. Ne? Aber das ist ja eigentlich auch so, weil der Boba-Prototyp sollte ja damals auch ein Spezialkommando Stormtrooper sein. Ne? Von daher passt das ja alles irgendwie, hat Hand und Fuß. Und das finde ich mittlerweile auch das Schöne, auch wieder in der Boba Fett-Serie und so. Da ist immer noch alte Sachen. Alte Sachen, ich dachte jetzt gerade schon, das Ding wäre schon ab. Ach, das ist ja geil. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Guck mal, ich war gerade so erschrocken. Das kannst du hier fixieren dran. Ich denke gerade, was ist hier los? Ist schon abgerissen oder so? Nein, das machst du hier dran, den Haken. Und dann kann... Das ist natürlich super, dann baumelt der nicht so rum. Klar, dann könnte... Da, guck mal, zack. Ist das Ding perfekt drin. Die Schnur kannst du dann irgendwo hier noch so drum wickeln. Und schönes. Ach, und hier, guck mal, die Triebwerke am, am Jetpack. Hat man alles so entdeckt, wenn man mal richtig guckt, ne? Die Triebwerke hier am Jetpack, die sind natürlich auch hier noch drehbar. Das finde ich ganz cooles Feature. Den kann ich vielleicht auch austauschen. Ich habe ja einige von den Jetpacks. Ja, ja, hier ist einfach nur der Nüppel drin so. Das gucke ich doch nochmal. Das finde ich ja echt geil. Da schauen wir mal demnächst, ne? So, das war es ja dann eigentlich auch schon mit Papa Django. Und dementsprechend, ja, setze ich mich mal wieder hinter den Tisch. Der bleibt doch stehen. Ich positioniere das mal eben hier richtig, ne? Wie ist jetzt? I love toys. Ja, Django Fett, ne? Hier Camino, wie hieß es? Ach so, steht ja gar nicht mehr hier. Steht ja hier. Camino Escape. Stimmt, weil ich dachte erst, vielleicht war das noch von dem Battle hier in Geonosis Arena. Aber das ist dann halt, wo er, klar, stand ja hinten noch drauf, ne? Wo er gegen Obi-Wan kämpft, flüchtet, ab in die Slave und so weiter, ne? Schön am Regnen. Ja, geiles Ding, gefällt mir sehr schön. Der muss auch nicht immer hier die ganzen Poas haben und so, weil wenn du den so hinstellen kannst und zwei, drei schöne geile Posen, finde ich das auch okay. Ne? Das macht Spaß. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Attack of the Clones hier, 2003er Django Fett Camino Escape. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Oder die Langeweile habt ihr euch vertreiben lassen können und so weiter. Alles andere wie gehabt. Danke fürs Zugucken, bleibt gesund und ja, wir sehen uns dann, ich denke am Freitag wieder, ne? Mit 3PO hier, Tatooine Ambush. Da wollen wir mal gucken, wie ein Wookie ihm den Arm zerreißt. Nein, es waren andere, es waren die Tusken gehalten, ne? Aber egal. So, in diesem Sinne, Feierabend gesagt, tschüss und ja, ich bin raus. Peace and Justice. Alles andersrum diesmal. Egal, tschüss. I love toys.